Schon müssen wir live sein, oder? Warte auf, live wie vorbereitet. Jetzt. Ja, hallihallo, liebe Sudaibi. Das ist schön, dass in der Schweiz, sage ich jetzt mal, ihr wieder in Niederbayern, in Deutschland, auf meinem Kanal, bei meinen Followern und bei meinen Freunden vom Jenseits des Greifbaren zu Gast sein darf. Es ist immer wieder spannend, mit dir diese Talks zu machen. Ich freue mich sehr, heute Abend auch bei dem tollen Wetter hier mit dir sprechen zu können. Bei Sonnenschein geht ja alles leichter. Ja, klar, wir haben natürlich den Sonnenschein heute, sage ich mal, ausgenutzt. Klar, ich bin sogar schon mal eine Runde abgefahren und haben gesagt, oi, jetzt geht's los. Jetzt muss man wieder diesen Winterspeck, sage ich mal, den man hier, sage ich mal, antrainiert hat, den muss man jetzt wieder runterradeln oder irgend sowas nicht. Dann bin ich noch eine Runde mit meinem Moped gefahren, habe gedacht, na, vielleicht fahre ich mit dem Speck runter, vielleicht geht das auch. Wenn ich lange genug unterwegs bin, geht er vielleicht auch weg. Nee. Wir sind ja heute zusammengekommen, weil wir gesagt haben, wir machen Spirit-Nachrichten vor den Nachrichten. Du weißt ja, bei uns in Deutschland ist ja Brauch 20 Uhr Nachrichten, aber die haben ja nur materialistische Nachrichten im Anführungsstrichen und wir beschäftigen uns ja mit Dingen, die für viele völliger Unfug sind. Diese Woche wurde schon als der größte Verschwörungstheoretiker Deutschlands bezeichnet. Da habe ich gesagt, wow, welche Ehre, wenn man über Leute davon überzeugt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dann ist es eine riesen Verschwörung, nicht? Weil es wirft natürlich das komplette Weltbild über die Seite. Wie siehst du das? Bist du eigentlich Verschwörungstheoretikerin, weil du mit den Spirits sprichst? ich weiß, ich... Gute Frage. Also ich musste ganz, ganz aktuell, da ich mich ja auch zu dieser jetzigen Situation geäußert habe, das heißt dieser Corona-Krise und auch Sinn und Unsinn gewisser vielleicht auch Maßnahmen, war es schon spannend zu sehen, dass jetzt in Bezug gemacht wird, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber Leute haben mich darauf hingewiesen, dass es einen Bezug gibt zu auch Rechtsextremen, die da jetzt reinkommen und jeder, der sagt, dass er das nicht so, also zu dieser Stay-Awake-Bewegung gehört, dass er mehr oder weniger in Verbindung gebracht wird mit den Rechtsextremen. Also das ist das, was gerade ganz akut ich sehr, sehr eigenwillig finde. Sonst, was Verschwörungstheorien angeht, also so ein bisschen lässt man sich doch gerne mitreißen. Da muss doch jeder mal sagen, man lässt sich einfach gerne mitreißen mit gewissen Geschichten. Aber ich selber, ich habe, da ich mich erst seit ein paar Monaten viel mehr persönlich auch äußere zu gewissen Themen, bin ich bis jetzt verschont geblieben, glaube ich, von solchen offiziellen Anfeindungen. Was aber ganz extrem ist, da ich ja jetzt viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht habe über das Leben nach dem Tod und dass man eben mit den Verstorbenen kommunizieren kann. Ich habe eher dann die ganz Religiösen, die an mir hangen und mir sagen, dass ich mit dem Teufel bin und dass das, ja, das ist eher so dann mein Genre, glaube ich. Ah, du bist ja praktisch hier mit dem Teufel im Bunde, nicht? Das ist auch wieder sowas. Ja, ich finde das immer hochspannend. Ich habe ja vorgestern auch ein paar Sendungen gehabt und wir haben ja hier in Niederbayern gerade im aktuellen Jahr in der passenden Presse gestanden, ja, der Wasserspuk von Oberwesternbach. Es ist ja 20 Kilometer weg von hier und da hat eine Frau ein Riesenproblem mit ihrem Bauernhaus, weil sie seit November hier, sage ich mal, jeden Tag 170 Liter Wasser rauswischen muss und dann kommen die Handwerker, haben die ganzen Rohre verlegt und neu verlegt und alles rausgerissen und finden natürlich das Problem nicht. Und jetzt ist natürlich klar, jetzt ist die Dame, das ist ja ihr gutes Recht, natürlich sehr wahrscheinlich materialistisch denkend eingestellt, die sagen, ja, so Dinge gibt es nicht, da muss es eine natürliche Erklärung geben. Mir der Band die Dame ein bisschen, wenn man so auf Bayerisch sagen darf, weil mit ein paar Gesprächen wäre das Thema wahrscheinlich, ich möchte jetzt keine Ferndiagnose machen, aber wahrscheinlich erledigt. Und wenn die Menschen natürlich diese Dinge wegdrücken und sagen, nee, es gibt ja nur diese diese materialistische Welt, die ja eigentlich in Wirklichkeit ja gar nicht einmal existiert, weil wir das von klein auf so gelernt haben, dann machen natürlich manche eben Schranken zu und vielleicht nehmen sie sich auch dadurch Lebensqualität. Das kostet ja auch Geld, nicht? Wenn man jeden Tag einen Handwerker zahlen muss und irgendwie hier, was ich jeden Tag 170 Liter da rausputzen muss, etc., das man vielleicht auch anders wegbekäme. Aber klar, ich mache auch niemandem einen Vorwurf, weil wir haben das nicht gelernt, diese Dinge gibt es ja nicht. Wir lernen das in der Schule, nicht im Kindergarten, nicht im Aufwachsen. Und die Wissenschaft sagt, pass auf, wir Mainstream-Wissenschaftler, wir haben hier die Deutungshoheit. Und nur so, wie wir das sagen, ist gut.
Und der Rest ist ja lauter Blödsinn, lauter Unfug, Esoterik, ne? Oder sind mit Teufel im Bunde, was auch immer, schwarze Magie, lauter so Unfug und so Zeug. Ja, wunderbar. Wo führt das hin? Denkst du denn, dass wir überhaupt irgendwann einmal diese Sichtweise auf diese Realität überwinden können? Oder sagen wir, na gut, da gibt es ja halt diese paar Prozent, ne, die sagen, okay, wie wissen wir, dass man mit den Menschen, die Verstorbenen kommunizieren können, wenn man dieses eine Thema jetzt nimmt, das ist ja dein Spezialthema, und der Rest, mein Gott, der wird es dann schon sehen, wenn sie verstorben sind. Das war eigentlich lange meine Devise, dass ich nie der Typ war, dem es darum ging, zu missionieren, weil ich finde, da muss jeder selber, wenn er etwas spürt, vielleicht ehrlich genug zu sich sein, um da einen Schritt weiter einzutauchen in dieses Thema. Die meisten haben einfach Angst davor. Erfahrungsgemäß machen ganz viele diese Berührung mit einer Paranormalität, wagen sich aber nicht darüber zu sprechen. Oder der logische Verstand verdrängt es dann und versucht es dann immer wieder zu erklären, halt mit halt logischen Möglichkeiten, sei es Spukphänomene oder Ähnliches. Man guckt dann immer, naja, das hätte alles andere auch sein können. Aber in den meisten Fällen auch noch die also tun, als ob sie nicht solche Dinge erfahren, nicht alle, aber so fast zu 80% der Menschen, die ich dann auch außerhalb meiner Arbeit treffe, früher oder später merkt man, dass sie doch eine Neugier haben und dass sie doch etwas erlebt haben. Und das mache ich auch mit meiner neuen Talkreihe, dass ich Menschen da auch mit reinhole, von denen man vielleicht auch gar nicht erwarten würde, dass sie da spirituell wären oder solche Erfahrungen gemacht haben, einfach um das zu enttabuisieren und ob auf die Frage vielleicht zurückzukommen, ob die Menschheit als Ganzes das erkennen kann, erkennen will. Ich weiß nicht, ob ich das noch erlebe, aber ich kämpfe schon seit Jahrzehnten damit zumindest ein kleinerer, weiterer Teil der Menschheit dieses Verständnis erhält, beziehungsweise diese Erfahrungen zulässt. Ja, diese Erfahrung mache ich natürlich auch. Es gibt eine bestimmte, Schicht von Menschen, die ja vielleicht extreme Erfahrungen gemacht haben, die extreme, paranormale Dinge in Anführungsstrichen erlebt haben, die die dann auf die Suche machen und dann eben auf diese Medien treffen wie dich und vielleicht auch auf meine Arbeiten und so weiter, sich dann Filme und Dokumentationen kaufen und sich hier in das Thema einarbeiten und dann mit großen Erschrecken feststellen müssen, dass man sagt, wow, dieses Weltbild, das wir gerade hier so hochhalten, das ist ja völlig, das ist nicht falsch, das kann man nicht sagen, weil 2 oder 3% von dem ist ja auch etwas Richtiges dabei, aber 97% ist eigentlich völlig überholt. Das sind ja schon ein paar hundert Jahre eigentlich mit dem Wissen voraus. Und das ist das, was sich Menschen, darum kommen auch viele, auch die ich kenne, noch gar nicht in meine Vorträge, weil die sagen, ja, was wollen sie denn dir erzählen, was wir nicht schon gewusst haben? Nicht? Wir haben ja studiert, wir sind in der Schule gewesen, keine Ahnung, und dieses esoterische Geplappere oder irgendwelches Zeug, wenn es das tatsächlich geben würde, ja, dann hätte es ja der Harald Lescher oder hätte es ja der Herr Gassner oder wer auch immer hier in den Nachrichten, der Klaus Geber, keine Ahnung, das hätte man natürlich sofort präsentiert bekommen, diese Vermutungen, dieses Zeug, das braucht man nicht. Ne? Und dann passiert es ihnen selber und dann fallen sie entweder, gibt es aber schon zwei Möglichkeiten. Die einen verneinen es noch mehr, die sagen, oh, jetzt will ich gar nichts mehr wissen, jetzt muss ich mein Weltbild schützen. Und die anderen sagen, oh, jetzt bin ich aber so offen und hinterfrage das. So, vor allem ein Türöffner ist mir klar, das ist wie bei dir auch, wenn jemand naheliegende verstirbt und so vielleicht auch mal plötzlich, wo man vielleicht auch keinen Abschied mehr machen konnte, sagen, okay, gibt es da vielleicht doch eine Möglichkeit, ist denn doch nicht irgendwo etwas da, wo man sagt, kann man da mit dem einmal kommunizieren? Manchmal geht es natürlich auch unter vorgehaltener Hand, so dass die Nachbarn und die Bekannten das nicht mitbekommen, dass man zum Medium fährt. Wie geht's dir? Was hast du für Klientel? Sind die sehr offen oder hast du sehr viel Newcomer, wenn man es mal so sagen darf? Also es gibt eigentlich querbeet. Ich merke, dass vor allem jetzt gerade in den letzten paar Jahren sehr, sehr, sehr viele junge Menschen zu mir kommen, was noch, sagen wir mal, vielleicht vor 15, 20 Jahren, das war, die Jüngsten waren so um 50 rum, 50 plus. Und da gibt es sehr viele, und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele junge sehr offen sind. Die haben auch ein anderes Bewusstsein für gewisse Dinge und die gehen da relativ natürlich damit um oder viel natürlicher, aber als vielleicht eine ältere Generation.
Und ich kann das gar nicht so über einen Kamm scheren. Es ist wirklich, ich würde sagen, die einen sind komplette Newcomer, 50% sind vielleicht komplette Newcomer und die anderen sind eher Wiederholungstäter. Aber was ja auch ein wichtiger oder interessanter Punkt ist bezüglich Menschen, von denen man es nicht erwarten würde, es gibt ja so ein paar Protagonisten, die weltweit sehr, sehr, sehr bekannt sind, die sich zum Spiritismus bekennen, beziehungsweise die schon auch Filme gedreht haben, die in einem Hollywood-Format gemacht wurden, die sehr wohl die Realität widerspiegeln und nicht nur Hollywood, wie es Hollywood gerne in Fantasy-Filmen oder Horror oder solchen Filmen sieht. Also da gibt es schon ein paar namhafte Menschen, von denen man es gar nicht erwarten würde, die sich ernsthaft mit diesen Themen auseinandersetzen. Ja, das ist klar, dass es diese Menschen gibt. Und das Interessante ist ja tatsächlich das, weil auch wenn ich ein bisschen plaudern darf aus dem Nähkästchen, ich habe ja weltweit das Netzwerk von sehr vielen Parapsychologen, von Forschern, Biologie, Chemie, Physik, wie auch immer, lauter, teilweise auch sehr Hochkaräter oder sehr angesehene Forscher, die über 40, 50 Jahre, teilweise noch länger, diese Dinge untersuchen und diese Ergebnisse, was sie gefunden haben, eben gut dokumentieren und in Büchern auch verarbeiten etc. Und manchmal kommt man so vor, als wenn man sagt, okay, man ignoriert einfach diese Arbeit, weil, ja, und diese Zeitgeistmaske, die wir haben, lässt es nicht zu. Und das, was der dokumentiert hat, der muss sich halt geirrt haben. So, das wissen aber die Menschen natürlich nicht, dass es Tausende von diesen Wissenschaftlern gibt, die sich dann angeblich geirrt haben. Und bekommen das, glaube ich, aufgrund von dieser Weltansicht, die wir hier, sage ich, indoktriniert bekommen, von klein auf gar nicht mit, dass das eigentlich normalerweise die Mehrzahl hinter der, sage ich mal, offiziellen Meinung, ja schon ganz andere Meinung haben, aber die irgendwie noch sehr gut unter den Deckel gehalten. Absolut. Wir haben ja heute die Presse. Man ist egal, fast egal, in welche Zeitschrift man reinschaut, da steht ja überall das Gleiche. Und gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten war es ja ganz extrem. Da war ja gar nichts mehr, da hat ja gar nichts mehr existiert. Wobei es ja immense Dramen gab, die weltweit stattgefunden haben, die plötzlich ausgelöscht waren. Über fast 2 jetzt sicher, die erste Monat war ganz extrem. Also da sieht man ja, das ist einfach. Oh, es ist schade, es ist so, ich habe großen Respekt vor Reporter, ich habe großen Respekt vor Menschen, die wirklich versuchen, Recherchen zu betreiben. Und es ist einfach frustrierend dann zu sehen, wie die Massenmedien einfach nur einen Strang gehen. Also da gibt es ja keine Diversität mehr drin. Das ist ja zum Teil, ich weiß nicht, also das ist auch ein Grund, warum ich normales Fernsehen schon seit Jahren nicht mehr schaue. Weil ich das einfach nicht, das macht mich wahnsinnig. Also ich kriege da eher so Aggressionsschübe. So, wenn ich solche Dinge, das ist Volksverblödung, wenn ich das, darf man das sowas sagen? So beim Ja, Last. weil ich bin ja immer einer der wenigen scheinbar in dieser spirituellen Szene, der tatsächlich sich diese, sage ich jetzt mal, Mainstream-Medien da tagtäglich natürlich auch noch reinzieht, sage ich mal, von der Zeit angefangen, über die Süddeutsche bis was soll ich heißen, keine Ahnung, damit ich sehe, wie ist denn der Blickwinkel von denen, weil Ja gut, das. aber es ist dein Job, dass du machst, du bist ja auch noch, das ist ein ganz, du machst ein ganz anderes Format. Das ist ja auch dein Job, dass du da ziemlich up to date bist, was da gerade up to date ist, oder? Ja, klar, weil ich auch immer rausfinden will, wie kommen Sie zu dieser Ansicht? Wie kommt es zu dieser Gleichschaltung? Wie kommt es zu dieser Berichterstattung, dass wenn Leute auf die Straße gehen, dann nicht mit diesen gesprochen wird, die, sage ich jetzt mal, eigentlich Fragen haben, die vielleicht berechtigt sind? Das wird dann nur über die Rechten oder die Linken oder über diese, sage ich, Negativen berichtet und alle anderen gehen irgendwie unter und dann werden wirklich Fakten aufgetischt von irgendwelchen Kleinigkeiten. Um den Kern geht es gar nicht. Da werden auch wieder ein paar Prozent rausgezogen und die 98% von dem, was wir eigentlich hier in dieser spirituellen Szene, sage ich jetzt mal, erleben und Menschen denken und sagen, okay, und werden diese Fragen nicht beantwortet? Warum wird das einfach weggebügelt? Und wieso wird, sage ich jetzt mal, ich sage jetzt mal so getan, dass man sagt, okay, wir müssen die Bürger davon schützen, dass sie von diesen Verschwörungstheorien hier beschützt werden und deswegen schalten wir uns gleich, deswegen machen die Redakteure alles gleich und sagt, her, weil wir alles gleich berichten, ist der Rest ja Unfug. Jetzt wissen aber wir, dass unsere Welt, das weißt du da auch, gar nicht auf Materie aufgebaut ist, dass es ja alles eine virtuelle Realitätssimulation darstellt und keine Ahnung, aber wenn ich schon überhaupt, das sage ich mal, falsche Annahmen habe, dann ist natürlich so ein Virus eine Katastrophe, weil wenn ich nur einmal lebe, ne, und dann stirb ich, dann bin ich weg, um Gottes Willen, was ist denn da passiert?
Weil das ganze Bild einfach falsch ist und man will keinen Millimeter hier weggehen, um dieses Bild, sage ich mal, zu ergänzen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das auch nur Menschen sind. Genauso die Politiker. Es sind einfach nur Menschen und Herden folgen Herden. Und nur weil jemand zu einem Politiker gewählt wurde, heißt es nicht, dass er zu jedem Zeitpunkt alles mit sich mitbringt, und um in jeder Krisensituation immer neutral und nüchtern zu bleiben. Sondern ganz oft werden wir ja auch getrieben. Das sieht man ja, je hitziger ein Politiker ist, je extremer er ist, umso mehr folgen zum Teil auch die Menschen dieser Person. Aber das deutet ja auch darauf hin, dass es ein Mensch ist, der auch von Gefühlen dominiert wird. Also auch da, oder auch die Medien. Der eine fängt irgendwo mal an und es wird gehypt. Ich meine, stell dir jetzt mal vor, es gibt gerade die eine Zeitung, die ich lese, digitale, die haben einen riesen Run bekommen. Die wurden überrennt. Die konnten extrem profitieren jetzt. Sehr viel Aufmerksamkeit. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie viele mehr Leser die jetzt hatten in der Phase. Und da ist natürlich klar, das ist auch, das ist Drama, verkauft sich gut, Angst verkauft sich gut. Dieser kurze Schrecken, es wäre halt schön, wenn man auch mal positive Dinge mehr noch triggern könnte, weil das hat ja auch einen Effekt bei Menschen. Nur offensichtlich fahren da alle einfach nur diese Angstschiene, weil sich Angst halt durch Angst nicht nur Menschen manipulieren lassen, sondern mit Angst man auch gut verkauft. Das ist übrigens auch in meiner Szene, wo ich Gott sei Dank niemanden persönlich so kenne, aber es ist, immer wieder taucht da so eine Art schwarze Schaf auf, was halt mit Angst Prognosen oder durch Angst Visionen oder Panik oder Schreckensvisionen Menschen an sich ranzieht. Das sieht man ja auch gerade bei Sekten ganz oft, weil die haben ja jedes Mal, alle 5 Jahre gibt es einen Weltuntergang, und genau mit dieser Geschichte ziehen sie die Menschen an sich ran. Also auch da, man sieht das ja, egal wo man hinschaut, ist das gleiche Prinzip. Und egal, ob es in den Medien, in der Politik, in der spirituellen Szene, egal, ob das zu Hause, in den Familien, was auch immer. Also das ist, ich glaube, das ist so ein Muster, was sich überall wiederholt. Und da haben wir ein Problem. Wir sind alles einfach Menschen und wir reagieren auf solche Situationen oder so Triggerpunkte. Auch ja, wenn ich bin. Das ist halt jetzt ein Lernprozess, aber man sollte natürlich aufpassen, dass sich noch diese spirituelle Szene, sage ich jetzt mal, die ja in den letzten Jahren versucht hat, sage ich jetzt mal, ein bisschen auch, ja, Fuß zu fassen und seriöser, sage ich jetzt mal, Dinge zu transportieren und nicht irgendwelche esoterische Zeug da hier zu postulieren, ohne dass eine, ja, eine wissenschaftliche Basis da ist, weil das ist ja mein großes Anliegen, nur Sachen, sage ich jetzt mal, zu propagieren, wo ich weiß, da ist eine wissenschaftliche Basis da nicht von einigen, sondern von vielen, und die seit über Jahrzehnten dokumentiert wird, und das eben den Menschen näher zu bringen, weil ich sage, ich kann mir das gar nicht vorstellen können, dass dieses Wissen da ist und wir haben das nicht gesehen, nicht? Aber das ist ja immer so, dass es ein Zeit lang dauert, bis dieses Wissen nach oben schwappt. Und dieses Negative, klar, weil wir haben ja erkannt, dass eigentlich die Liebe die Treibkraft des Kosmos ist und nicht dieses Negative. Ne? Aber klar machen Menschen auch negative Erfahrungen in dem Sinne, das kannst du ja nie verhindern. Glaubst du denn, dass wir noch andere Maßnahmen bräuchten? Glaubst du denn, dass wir auch noch was anderes tun müssten, um, sage ich jetzt mal, hier vielleicht an diesen, ja, sage ich mal, Informationsquellen, wo sich diese ganzen Redakteure, wo sich die ganzen, ja, Mainstream-Redakteure, ja, hier informieren, dass ich sage, jetzt sind der Frage tatsächlich nicht diesen klassischen Mainstream-Wissenschaftler, wenn ich natürlich jemanden frage, wie Gerhard Roth, der sagt, ja, ich weiß, dass das Bewusstsein vom Gehirn erzeugt wird, weil ich weiß, was das Gehirn für Funktionalitäten hat und nie, sage ich mal, sagen würde, wie das tatsächlich ist, sondern dass man auch einmal andere fragt, eine größere Fachgemeinde zusammenruft und sagt, okay, ist denn das überhaupt der nächste Stand noch oder gibt es denn hier schon ganz was Neues, dass man hier noch tiefer gräbt und nicht den fragt, der ja, sage ich mal, in dieser Zeitgeistmaske verhaftet ist. Ich habe mir schon oft Gedanken gemacht, wo da der wunde Punkt ist, dass da in der Öffentlichkeit oder viele Menschen Angst haben, diesen Schritt zu machen. Jetzt, dass das funktioniert oder global gibt es ja ganz oder in unterschiedlichen Ländern gibt es ja ein unterschiedliches oder anderes Bewusstsein zum Teil auch, was die Paranormalität angeht. Und in den meisten Fällen macht man sich lustig drüber, sagen wir mal in Afrika oder Südamerika sind ja paranormaler Schamanismus, Geistheilung, das ist ja extrem. Ich meine, vielleicht ein kleines Beispiel, das würde es schon geben, aber also in der westlichen Kultur bin ich immer noch stark davon überzeugt, dass durch die
dass durch die Hexenverfolgung, dadurch, dass ganz viele Menschen umgebracht wurden, die behauptet haben, dass sie gewisse Wahrnehmungen haben, manchmal auch noch, wenn sie nichts behauptet haben, einfach weil sie unbequem waren, hat man sie auf den Scheiterhaufen verbrannt. Und das ist noch nicht so lange her. Also in der Schweiz ist die letzte, in Glarus, die letzte Hexe verbrannt worden. Das ist vielleicht noch 150 Jahre her. 200 Jahre, also es ist noch gar nicht so lange her, wo der letzte Mensch auf die Art verbrannt wurde. Und ich weiß, dass das auch gerade in Regierungen zum Teil das sehr ernst genommen wird. Und das habe ich auch in meinem Buch kurz beschrieben, die Situation. Ich wurde vor ein paar Jahren wurde ich in ein Konsulat eingeladen von einer Botschafterin eines afrikanischen Landes. Und ich bin dort eingeladen worden, weil sie Spukphänomene hatten in ihrem, in der, im Konsulat, im Haus selber. Und ich bin offiziell, ich wurde angesprochen und ich bin dort hingegangen und diese Natürlichkeit, wie sie mit dem umgegangen sind. Und auch die haben mir nichts, ich habe ihnen auch von gesagt, ich will nichts wissen, was geht. Ich will da selber reingehen, ich bin rangegangen, ich habe von Zimmer zu Zimmer, habe ich denen beschrieben, was ich sehe. Die haben mir das eins zu eins bestätigt und das war wunderbar, also da war gar nie ein Zweifel von, die waren unglaublich gastfreundlich und das ist, ja, das sind Diplomaten, also von denen erwartet man ja auch, dass sie ein gewisses akademischen Hintergrund haben und es geht schon, also das ist halt einfach so, dieses Westliche, wo halt schon viel kaputt gemacht worden ist und ich glaube, da ist so eine Urangst drin, eine Urangst, die da irgendwie drin steckt. Ja, vielleicht ist es in dem Kollektiv noch drin. Wir haben ja mehrere Weltkriege nicht zum Aufarbeiten, die in diesem Kollektiv noch mit drin ist, in diesen morphogenetischen Feldern, die wir noch hier zu verarbeiten haben. Dieses Trauma, dieses Ganze in der Akasha-Chronik, was wir hier noch mitbringen, wenn wir auch geboren werden, alle diese Dinge. Klar, das dauert natürlich. Aber was mir schon auffällt, so ist, dass sehr viele, wie du gesagt hast, junge Menschen sagen, ich traue mich über diese Fähigkeiten, dass ich Spirit sehe oder dass ich mehr fühle. Also Menschen mit Sonderfähigkeiten, die mehr Informationen oder sage ich jetzt mal mehr Input bekommen, als vielleicht wie der Rest von unserer, sage ich mal, normal ausgestattet ist, es häuft sich schon. Also es tut sich hier schon ein evolutionärer Entwicklungsprozess. Und ich denke, das wird eine Frage der Zeit sein, bis das dann hochpoppt und auch hochbrodelt und dann auch in anderen Medien nochmal ganz anders diskutiert wird und diese Deckelung, sage ich jetzt mal, wegfällt. Was sind denn deine nächsten Projekte? Weißt du, gerade gesagt hast, du wurdest ja von jemand geholt, wegen einem Spuk aufzulösen. Passiert das öfter? Ich werde regelmäßig mit solchen Themen konfrontiert, wobei ich das heute nicht mehr öffentlich mache. Also ich mache das nur noch bei, das war jetzt wirklich eine spezielle Erfahrung für mich, gerade wenn es so wie ein Konsulat, also es ist, ich biete es nicht mehr als Dienstleistung an, weil der Zeitaufwand viel zu groß ist. Also ich will vor Ort sein, das sind mehrere Stunden, wo ich vor Ort bin. Und das ist extrem aufwendig und das ist der Grund, warum ich es nicht mehr offiziell anbiete. Ja, wie gesagt, diese Dinge sind alle etwas schwer greifbar und unsere westliche Kultur ist ja ganz anders gestrickt. Ne? Wir lernen ja ganz genau, was zu berechnen, wir stehen hinter dem Komma und so weiter in dieser Realität. Und wir stellen plötzlich fest, dass diese Realität ganz anders ist und das lässt sich nicht mehr so berechnen. Und das wollen wir immer noch nicht wahrhaben, die Erkenntnisse der Quantenphysik, dass die Welt eben nicht als Ursache besteht, sondern nur als Wirkung. Alle diese Dinge sind überhaupt noch nicht, sagen wir mal, in der Bevölkerung angekommen. Ich kenne viele Professoren, die sich hier extrem aufregen, weil sie sagen, wenn die Kollegen immer noch von Elementarteilchen sprechen und immer noch von sprechen, als wenn die Welt etwas Mechanistisches wäre, als wenn wir eine biochemische Maschine wären, die funktioniert, ohne dass man sagt, wie überhaupt tatsächlich der Aufbau ist, eines Körpers, dass wir ein Schwing- und Klangmuster aus etwas sind, das nichts ist, eigentlich nur Software, die schwingt, allein schwer vorstellbar. Aber irgendwann müsste man beginnen, diese Dinge zu lehren und den Leuten das beizubringen und zu tun. Aber hat denn jemand, die Leute, die jetzt zusehen, hier haben auch einige Zuseher dabei, die können uns gerne natürlich hier unten, sage ich mal, in unserem Chatverlauf Fragen stellen, wenn die sagen, vielleicht zu dir noch eine Frage haben oder sowas, dann gehe ich ein, ich befolge das hier mit einem Auge, was da gepostet wird. Was? Ich sehe ja nichts, ich bin ja nur bei Zoom drin, ich bin ja nicht parallel bei. Naja, ich habe hier ein paralleles Geoffen, da kann man ja hier reinblicken, was hier alles so läuft. Und
So, was sind denn deine Angebote für die Menschen, die, weil du gesagt hast, letztes Mal, du machst da Angebote, dass die Leute wieder lernen, mit dieser Intuition zu gehen, die selber zu fühlen, selber zu spüren, diese ja, Hellsichtigkeit, Hellfühligkeit, das kann man antrainieren, weil du sagst, eigentlich ist ja jeder, ja, nicht jeder, aber ich sage nicht, das ist nicht jeder ausgestattet, sondern das ist wahrscheinlich wie beim, der eine kann besser singen, der andere kann weniger gut singen, der eine hat ein großes Talent und der spielt mit 3 Jahren schon Mozart, so geht mit anderen, kann mit 70 noch nicht Händchen klein. Also es gibt ja schon irgendwo Unterschiede. Ich glaube, das ist auch bei dieser, ja, bei dieser Tätigkeit, ist, was du magst, dass es da schon auch Unterschiede gibt, ob jemand sich da schnell reinfindet und natürlich auch einen offenen Geist dafür hat oder weniger. Oder siehst du hier, wie siehst du das eigentlich? Für mich ist die außersinnliche Wahrnehmung, wobei ich ja die Bezeichnung außersinnlich nicht korrekt empfinde, weil die Hellsinn in uns wahrnehmbar sind und Teil unserer Grundausstattung sind. Auf der einen Seite muss man unterscheiden, ob jemand das Ziel verfolgt, diese Fähigkeit, diese Wahrnehmung in irgendeiner Form beruflich zu nutzen. Und da muss man schon eine Art Potenzial oder Begabung stärker ausgeprägt haben als vielleicht der Normalverbraucher der Hellsinne. Aber wenn ich vielleicht eine persönliche Anekdote geben kann, für mich das Entdecken in mir dieses Potenzials, dieses Bewusstseins, dieser Wahrnehmung, dieser ganz speziellen Wahrnehmung der Menschen, meines Umfelds, das morphogenetische Feld analysieren können, schauen, was beeinflusst mich, welche Menschen fühlen sich gut an, welche Menschen fühlen sich nicht gut an auf einer energetischen Ebene. Es gibt ganz viele Punkte, die mir gerade in der Phase, als ich das trainiert habe, mir geholfen haben, mich selber zu finden, weil ich eine Zeit lang sehr stark auf der Suche war, aufgrund eines sehr schwierigen Lebensstarts, den ich gehabt habe. Und oft oder Momente gab, wo ich den Sinn meines Lebens einfach nicht sah, den habe ich nicht gespürt und nicht kreieren können. Und dieses Entdecken dieser Fähigkeit hat mein Leben verändert. Also auch da, wenn jemand einfach merkt, wow, ich habe jetzt eine Arschkarte gezogen, mein Leben fühlt sich einfach nur scheiße an, ich habe nie Glück oder ich bin, ja, sagen wir ehrlich, es gibt nicht nur die tollen, hübschen, erfolgreichen und weiß nicht was für Projektionen Menschen. Für viele ist das Leben ein Kampf. Viele schlängeln sich da irgendwie, versuchen irgendwie zu überleben. Und wenn man dieses Bewusstsein hat zu wer wir sind, was unsere Fähigkeiten sind, dann ändert sich innerhalb von kurzer Zeit das Leben, das Bewusstsein zum Leben, das Verständnis für Probleme im Leben und auch dieser positive Fokus, den man richten kann durch dieses klare Verständnis zu, was wir sind, woher wir kommen und wohin wir gehen. Also es ist ein ganz großer Heilungsprozess auch drin, wenn wir erkennen, was da in uns steckt. Ja, jetzt hat eine Frage reingekommen von der Lisa. Hi Lisa, schön, dass du zuschaust, weil die fragt, wie löst du denn die Spukphänomene? Siehst du die Verstorbenen dann rumturnen, sag ich jetzt mal, und sagst du, pass auf, übrigens, bitte hier nicht rumspucken, hier in dieser, ja, wo ich auch immer, geh bitte woanders hin, oder wie machst du das? Also wie ich einen Raum auflöse oder wie ich Spukphänomene löse. Ein wichtiger Aspekt ist zu analysieren und zu schauen, was produziert die Spukphänomene. Weil nicht nur ein Verstorbener, ein Geistwesen, eine Intelligenz, eine energetische, auf energetischen Basis existierende Intelligenz ein Spukphänomen kreieren kann. Die Raumimprägnierung, also die Raumstruktur, das morphogenetische Feld, was ja durch den Raum oder den Raum prägt auch, durch den Raum durchdringt und durch die Wände, das kann auch so sein, dass andersrum. Wenn wir jetzt über eine lange Zeit schlechte Geschichten erleben, viele Dramen erleben in einem Raum, dann wird der Raum diese Ereignisse speichern in sich. So eine Mini-Akasha-Chronik. Das heißt, der wird imprägniert durch die Geschehnisse. Und solche Dinge können auch Spukphänomene produzieren. Oder man sieht das oft bei Teenagern, die emotionale leichte Schwankungen haben, dass die auch Spukphänomene produzieren können, einfach weil die Entladung stattfinden. Das habe ich persönlich auch erlebt. Ich habe ganze Stromausfälle verursacht bis Anfangs 20, rein durch meine Gefühle. Und das war überprüfbar. Das Lampen sind explodiert. Und das ist auch möglich. Man muss das mal erkennen, was es ist. Und je nachdem, was es ist,
kann man es dann angehen? Und ein wichtiger Punkt ist, wenn es ein Verstorbener denn sein sollte, dass man in den direkten Dialog geht mit demjenigen. Weil ich bin nicht derjenige, und da werden ein paar aufschreien, ich habe nicht die Vorstellung von, da sind es immer diese erdgebundenen Seelen. Das ist nicht so, das ist weniger meine Erfahrung. Ich habe viel Erfahrung in diesem Auflösen von Spuk, also Spukphänomenen oder Ereignissen in Räumen. Und ganz oft waren es andere Ursachen, die dann diese physischen Effekte produziert haben. Ja, genau. Also die Erfahrung hat ja auch der Dr. Walter von Luca Duck gemacht in seiner 40-jährigen Arbeit, dass er gesagt hat, okay, sehr oft sind es Auslöser, pubertierende Kinder, die ein Problem verdrängen. Dieses Problem sucht sich außerhalb im Körper eine sogenannte Makroverschränkung. Aufmerksamkeit ist in Metaphern, sprich, der Vorhang wackelt oder wie auch immer, oder es kommt der Wasser aus dem Boden etc., um auf ein Problem hinzuweisen. Und das Interessante ist, dass er sagt, sobald man das Problem erkannt hat, dann sagt, ah ja, genau, das beschäftigt mich gut, sagt, dann ist es instantan, hört es auf und verschwindet es. Also die meisten dieser sogenannten Spukphänomene sind tatsächlich Quantenverschränkungen im Makrobereich. Also du hast es jetzt mit dem Morphogenetikfeld so beschrieben, aber letztendlich ist es nur ein anderer Ausdruck dafür. Ja, einer fragt sein, wann hast du die Fähigkeit und wie hast du diese trainiert? Meine Urfähigkeit war das Prophetische. Das heißt, die Bilder aus der Zukunft erhalten. Das war so der natürliche Impuls, der mich schon als Kind verfolgt hat, wobei ich das erst später realisiert habe, dass ich die Zukunft sehe. Und der Kontakt zu Verstorbenen war aufgrund einer Sehnsucht, einer persönlichen Sehnsucht und auch das Interesse, die Frage nach dem, was tun wir hier? Und wir können nicht die Frage stellen, was tun wir hier, wenn wir nicht die Frage stellen, woher kommen wir und wohin gehen wir? Das hat das forciert. Und zuerst war es Selbsterfahrung oder selbst, sagen wir, autodidaktisches Training zu Hause, bis ich dann gemerkt habe, das sind Energien und Dynamiken und so viele Wesen, die da auf mich einprassen, bewusst oder auch unbewusst, dass ich das irgendwie strukturieren und kontrollieren muss. Und da habe ich mich nicht wohlgefühlt ohne Hilfe. Und da habe ich über ein paar Jahre habe ich mir Hilfe geholt bei Medien, die schon lange das machen, die wirklich viel Erfahrung mitgebracht haben. Und da habe ich bei ihnen das trainiert. Viele Leute sprechen mich an und sagen, ja, kann es sein, ist denn die Schweiz weiter wie wir? Da gibt es sehr viele Sensitive, sehr viele Medien. Ist die Gesellschaft hier offener als wir noch bei uns? Wir sind ein bisschen verkorkt, wir sind ja hier in dieser Zeitgeistmaske noch ein bisschen besser verhaftet. Wie siehst du das als Interne? Ich bin ja viel, also ich lebe, mein Hauptstandort ist Schweiz, aber ich bin sehr viel in Deutschland unterwegs, mittlerweile auch in Österreich. Und es ist schon signifikant, wie Deutschland in vielen Dingen der Schweiz voraus ist, in sehr, sehr vielen Dingen, aber in der Hinsicht tatsächlich nicht. Und ich vermute, weil das Interesse bei den Menschen ist extrem offen. Vor allem was alternative Heilmethoden angeht, merkt man da, dass Deutschland extrem fortgeschritten ist. Das ist wirklich spektakulär, was es da alles gibt. Aber ich glaube, in dem einen Punkt so Leben nach dem Tod und auch hier könnte das mit der Geschichte zu tun haben. Ich vermute, das hat noch mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Ich vermute, dass es zu sehr eine Wunde aufreißen ist und Deutschland muss sich das ja immer wieder anhören. Es hört ja nicht auf. Also dieses Verarbeiten ist immer wieder kommen diese Geschichten hoch, sei es in Filmen oder vielleicht. Und ich habe manchmal das Gefühl, es ist gut. Es ist gut, wenn man den Teil einfach auch mal ruhen lässt, weil sonst der Heilungsprozess findet nicht vollständig statt. Und das ist sehr schade. Und viele haben wahrscheinlich Angst vor der Konfrontation, Angst vor dem Opa, Angst vor dem Uropa, weil die alle Teil dieser Geschichten sind. Und genau dort wäre ja genau die Arbeit wäre absolut magisch dafür, weil man eben Dinge nochmal klären kann, weil man den Verstorbenen auch mal eine Chance geben kann und sagen, hey, weißt du was, das und das war mein Beweggrund. Ich habe das und das gemacht, um euch zu schützen. Weil wenn ich das und das nicht gemacht hätte, dann wären wir alle gestorben. Also das sind so viele und ich werde ja oft mit meinen Klienten in Deutschland auch mit solchen Geschichten konfrontiert. Und es ist wunderbar, was da alles an Heilung gehen kann. Nur eben die Angst, die Geschichte sitzt da immer noch sehr tief. Auch da, das morphogenetische Feld hat vieles gespeichert, ist einfach ein wunder Punkt.
Ja, vielleicht ist ja auch der Zugang dann entweder über die Heilung. Es gibt ja sehr viele Heilpraktiker, die natürlich mittlerweile schon wissen, dass man auch in die Regression gehen kann, in Leben vor dem Leben, Leben zwischen den Leben, dass diese Heilung auch ganz anders möglich ist, außer ohne Medikamente, ohne Chemie. Auch diese Möglichkeit gibt es ja, Placebo, Nocebo. Der Dr. Joe Dispenza ist ja hier ein Vorbild, und der Deepak Chopra und wie die alle heißen, die hier grandiose Arbeit leisten, zeigen, wie unser Körper auch noch anders funktioniert oder wie wir glauben, dass er funktioniert hat. Und vielleicht auch das Thema über die Psychologie, die transpersonale Psychologie, die ja viele auch noch nicht kennen, die ja selbstverständlich davon ausgeht, dass du immer im bewusstseinserweiternden Zustand, sage ich jetzt mal, hier in ganz andere Bereiche vordringen kannst, weil ja eben diese Wirklichkeit ein bisschen größer ist, als wir diese von uns erschaffene Realität, die ja nur eine einzige Möglichkeit ist, von unendlichen Möglichkeiten. Und wir umgeben sind von anderen Intelligenzen. Bist du denn manchmal von irgendwelchen, sage ich jetzt mal, auch nichtmenschlichen Intelligenzen, vielleicht sagen wir mal, als böses Wort würde man sagen, ETs oder Außerirdische angesprochen und sagst, Mensch, so, wir haben da eine Botschaft für die Menschen, kannst du die mal weiter transportieren? Ist dir das auch schon passiert? Ja, also ich bin... Ich verrate solche Dinge eigentlich ganz selten, aber ich nein, nein, ich bin in einem konstanten Austausch, und zwar nicht nur mit der sogenannten geistigen Welt, unsere Heimatdimension, soweit wir das so erkennen können, sondern ich bin in einem männlichen Austausch mit extraterrestrischem Leben, was weiterentwickelt ist, was auch da ein nonverbaler Austausch geben kann. Und ich schließe mich da eigentlich immer wieder kurz. Und für mich war es mehr jetzt so, dass das meine Arbeit, mein Wirken ein wichtiger Aspekt ist. Und ich lasse mich da ganz oft leiten in meinem Tun. Was Botschaften, gerade was extraterrestrisches Leben betrifft, habe ich oft nach außen, also im öffentlichen Raum, habe ich noch nie was gechannelt. Das habe ich eher im Privaten gemacht. Ja, aber das wollte ich deswegen eben nochmal ansprechen, weil ich habe ja vor kurzem auch gleich ein Interview gesehen von einem Bekannten von mir oder einem Freund schon mittlerweile. Das ist der Dr. Jeffrey Mischloff, der Parapsychologe in Milwaukee, der auch schon in meiner Sendung Timeless war, der ja fast auch jede Woche einen Wissenschaftler, und das sind wir schon über 30 Jahre, da muss man wissen, wie viele Wissenschaftler gibt es, die sich mit diesen Themenbereichen auseinandersetzen, interviewt. Jede Woche steht das auf seinem YouTube-Kanal Thinking Aloud, da kann jeder nachsehen, momentan ist er nur in Englisch. Und er hat auch einen Professor interviewt, den Bruce Olaf Solheim, der ein Professor ist für Historie, der erzählt auch über seine 4, 5 UFO-Entführungen, die er gehabt hat, über seines Lebens. Und auch einen, ja, im sogenannten Außerirdischen, der im Channel, der macht da ein Comic-Heft draus, aus diesen Informationen, die er übermittelt. Ist ja interessant, wie, da gehen die Amerikaner da scheinbar ein bisschen lockerer mit diesem Thema um, als wie wir das tun. Ja, generell. Also ich habe ja viele amerikanische Freunde, bin dort auch ab und zu Besuch und kann da auch mein Wissen teilen mit denen. Und das ist ganz spannend. Also auch da, wenn man im Restaurant sitzt, generell die Amerikaner sind viel, viel offener gegenüber allem Möglichen. Und extraterrestrisches Leben, egal das, oder ob es um das Leben nach dem Tod geht, da sind sie uns wirklich einen Schritt voraus. Und was die, ja, dieses, ich glaube, dass jetzt mit diesem neuen Bewusstsein auch hier in Europa, dass das Thema außerirdisches Leben mehr Raum erhält. Ich habe wirklich, mein Gefühl ist einfach, dass sich da etwas öffnet, weil viele merken, vielleicht viele auch spüren, dass wir nicht alleine sind und nicht nur durch die Toten begleitet werden, sondern dass es da noch andere Bewusstseinsformen gibt, welche versuchen, mit uns in Kontakt zu treten. Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch der entscheidende Schlüssel für die nächsten Jahrzehnte, wenn man ja kennt, oder wenn, es läuft ja gerade dieses Disclosure mit diesen Veröffentlichungen von dieser US Navy, mit den UFO-Verfolgungsvideos etc., das geht ja in Amerika rauf und runter und das wird ja immer dramatischer. Das ist bei uns noch nicht so richtig rübergeschwappt, das geht jetzt in dieser Corona-Geschichte noch ein bisschen alles unter. Aber wenn man tatsächlich erkennt, dass diese anderen Intelligenzen nicht in dieser physischen gleichen Ebene unterwegs sind, sagen wir mal, wie wir unsere Realität gestalten, sondern in anderen Bewusstseinssphären unterwegs sind. Und wenn man das erkannt, dass es andere Bewusstsein, Schwingungsebene oder wie auch Dimensionen, wie man auch immer dazu sagt, wenn die existent sind und diese Kommunikationen auch anerkannt werden, es gibt ja sehr viele Kontakte, ich kenne ja einige von denen, die auch hier
ja, sage ich mal, unschlagbare Beweise haben, auch physische Beweise. Aber wenn, dann gibt es da einen richtigen, sozusagen Quantensprung in die nächste, ja, sage ich jetzt mal, ja, Wissenssphäre. Und da gehören natürlich auch diese Erkenntnisse dann der Verstorbenen mit dazu, die in ähnlichen anderen Sphären, weil unser Bewusstsein einfach nur die Schwingungsebene wechselt. Und da ich glaube, das wird dann hoch spannend. Auch die Kinder, die jetzt gerade auf die Welt kommen, unsere Kinder, Enkelkinder, die werden in eine ganz andere Epoche, in eine ganz andere Zeit hineinwachsen, wo wir auch erkennen, dass dieses Spiel viel, viel größer, viel dynamischer und alles miteinander verstrickter ist, als wir uns das jeweils hätten vorstellen können bisher. Absolut. Also das bringe ich auch, erfahre ich auch ganz stark in meinen Sitzungen, gerade in den letzten paar Monaten, wurde das oft zum Thema außerirdisches Leben, obwohl sie für eine klassische mediale Sitzung kamen und jetzt nicht einfach nur von Menschen, wo man sagen würde, oh, das ist jetzt so ein klassischer Aluhutträger. Ja, das wird ja immer so als Schimpfwort für Menschen, die dieses Bewusstsein haben, dass da noch mehr ist, wird es ja benutzt, Aluhutträger. Da gibt es ein paar hochkarätige Menschen, von denen man, die öffentlich wissen, was sie sagen dürfen und was nicht, die sich aber mit mir in einem Rahmen befinden, der sehr privat ist und sie genau wissen, dass ich das nie veröffentlichen würde, wer da welche Themen mitbringt. Aber das sind sehr bekannte Sportler, das sind auch Politiker, das geht eigentlich quer durch alle Schichten durch, nur eben, die haben halt was zu verlieren, die haben Angst, diesen Schritt in die Öffentlichkeit zu machen, weil sie dadurch ihre Anerkennung verlieren, den Job vielleicht verlieren, also auch hier, es geht wieder um die materielle Sicherheit, die wir uns irgendwie versuchen aufrechtzuerhalten. Ja, ja, also diese Hürde zu überwinden, dass wir unserer Überzeugung folgen, und zwar aus vollem Interesse, vollem Herzen und ohne Wenn und Aber. Da haben wir natürlich nur unsere Ängste, irgendwas zu verlieren, und da klammert man uns noch ein bisschen. Aber ich denke, auch das wird sich auflösen, auch das wird besser werden. Und ja, ich denke, das war wieder ein interessantes Gespräch. Ich glaube, jetzt sind wir wieder am Ende. Weil das müssen wir, wir sind schon, oh guck, ja. Ja, wir haben schon viel zu verarbeiten. Und wir werden aber mit Sicherheit in 2-3 Wochen wieder ein Gespräch führen. Wir werden jetzt einmal ein paar Themen noch sammeln, weil auch diese Kombination zwischen Leben nach dem Tod und diesem Verstorbenen ist ja ein ganz, ganz spannendes Thema. Auch, da muss ich kurz ergänzen, auch die ganzen ITK-Instrumente, die Transkommunikationsforscher, eben Professor Ernst Sinkowski etc. und Hans-Otto König, wie sie alle heißen, oder Sionia Rinaldi, die sagen immer wieder, bei uns kommunizieren auch diese Außerirdischen auf unseren Geräten. Wir haben auch die ihre Botschaften. Nur denen gehen wir halt nicht so nach, weil wir natürlich nicht auf diesem Planeten fliegen können oder in diese Pferde eintauchen können. Aber auch hier läuft es auf und ganz klar, das sieht man. Und wenn dann die Verstorbenen auch eine Durchsage machen und sagen, ja, diese Außerirdischen, die forschen auch bei uns, also Aussage von den Verstorbenen, dann ist es schon hochspannend, dass man sagt, aha, also für die gibt es scheinbar diese geistigen Denkbarrieren, die wir haben noch schon lange nicht mehr. Ne? Ah ja, absolut. Also weil es geht ja hier um diese Mehrdimensionalität, in der wir leben, wo unsere sogenannte geistige Welt auch Teil einer dieser Dimensionen darstellt. Und auch da, also das ist so unglaublich spannend, und auch gute Freunde von mir, die ich zu den auch besten Medien weltweit zähle, haben diese Erfahrung gemacht in Seancen, dass eben dieses außerirdische Leben jetzt auch mit reinkommt. Und das ist unglaublich faszinierend. Also es ist wirklich, das ist ein Thema für sich. Das müssen wir gerne noch mal aufrollen. Ja, das werden wir auf alle Fälle noch mal vertiefen und da mal ein bisschen austauschen und bei den Archiven kommunizieren, auch was da alles schon die letzten Jahrzehnte passiert ist, um hier ein bisschen, also einen größeren Rahmen aufzubauen. Weil ich bin ja am Anfang auch immer wieder, sage ich jetzt mal, ein bisschen angegriffen worden, weil ich sage, dieses UFO-Thema, ich habe ja auch einen Film drüber, der heißt Erstkontakt, das passiert jeden Tag, wo ich diese Forschungsarbeiten eben dieser entsprechend involvierten Wissenschaftler weltweit, sage ich mal, zusammengetragen habe und einen deutschen Dokumentationsfilm gemacht habe. Da gibt es ja eigentlich gar keinen, es gibt ja nur der amerikanische oder ausländische, aber der findet momentan noch nicht so die Beachtung, aber ganz klar, weil dieses Thema, sagen die Leute, ja, entweder bist du jetzt bei den Verstorbenen, hast dieses Phänomen oder das andere Phänomen. Jetzt wissen wir aber, dass diese Phänomene gar nicht voneinander so trennen sind, aber dieses Bewusstsein auch in der spirituellen Szene ist auch noch nicht angekommen, weil man noch gar nicht versteht, wie das zusammenhängt, aber das werden wir noch auflösen. Ja, das hängt ganz stark zusammen, absolut. Und es ist ein super spannender Film, den habe ich gesehen und ich
musste so schmunzeln, weil der letzte Protagonist auch Teilnehmer war, auch Vortragender an einem Vortrag, wo ich Jenseitskontakte gemacht habe in Andorra. Wirklich, da habe ich total absolut geschmunzelt. Wirklich ganz, ganz super Vortrag auch von ihm. Wirklich wunderbar. Ja, du, so, ich bedanke mich bei dir sehr herzlich und genieße noch diesen Sonntagabend und wir sehen uns in ein paar Wochen wieder. Wir werden uns kurzzeitig, ich sage jetzt mal wieder, ja, abstimmen und ja, und Daumen hoch und ja, und ruft man die Leute zu den Spenden nochmal auf, weil man, das war eigentlich unser Einstieg, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, haben wir gesagt, wie kann denn das sein, dass alle diese, nicht alle, aber die, zumindest die ich kenne, die alle in dieser spirituellen Arbeit oder dieser Aufklärungsarbeit unterwegs sind, sage ich jetzt mal so, um ihr Geld kämpfen müssen und tun müssen und schauen müssen, dass sie hier was reinkriegen. Das liegt wahrscheinlich daran, weil die meisten sagen, okay, wir sind alle Hutträger und unsere Informationen sind ja nichts wert, weil es sowieso Unfug ist. Ne? Oh, no. Das waren jetzt deine Worte, nicht meine Worte. Ja, also sage ich mal so, provokant in den Raum gestellt. Ne? Nun, wir sind halt nicht diejenigen, die an der Börse handeln. Wir sind halt nicht diejenigen, wir kümmern uns halt um die Menschen und nicht um die Wirtschaft. Das ist der also, Grund, warum wir uns Wir kümmern uns um die Menschen und ich bedanke mich, wie gesagt, alle bei meinen Followern, die uns da wirklich auch immer die Stange halten und dabei sind und hier uns motivieren und so weiter. Weil für die machen wir es. Nicht? Wir machen nicht wegen Geld, sondern wir machen es aus unserer Überzeugung heraus. Und wir haben gesagt, wir haben eine Wahrheit erkannt und die muss raus. Danke dir. Ja. Die Zeit ist bereit. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Tschüss.